Jo, ich mach mal ein kurzes Video. Alle Räder stehen still. Bin jetzt ganz, ganz lange nicht gefahren. Wegen dem da. Ist immer noch nicht okay, aber ja, lässt sich ertragen, sagen wir so. Und zwar mache ich das Video auch deshalb, um mal meine neue Internetverbindung zu testen. Gleich beim Hochladen. Haben nämlich ab heute neun Internetanbieter. Wir hatten ja immer noch diese Uralttechnik mit ISDN und Splitter und Telefonanlage und all so ein Kram. Und das ist ab heute Geschichte. War auch, naja, gewöhnungsbedürftig, da der Übergang. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt zu EWE gewechselt. Und ich habe da zweimal heute die Hotline angerufen und bin begeistert. Vernünftige Menschen, deutsch sprechend und die auch wirklich mit dem Impetus daran gehen, einem zu helfen, einem helfen zu wollen. Ne? Simple Fragen auch vernünftig zu beantworten. Und das war, fand ich gut. War gut. So, und dann, nächster Grund war für das Video, ja, ich kämpfe momentan ein bisschen mit Honda, beziehungsweise mit meinem Honda Händler. Ja. Ich hätte gerne gehabt, dass man bei ihm hier nochmal das Öl wechselt. Hab mir ja auch den Hauptständer bestellt, dass man den eben mal dran schraubt. Und wohlgemerkt, ich habe drei Hondas da in Kur. Ich bin also drei Kunden quasi. Normale. So. Und ja, war irgendwie mit Mühe und Not und mit, ja, weil du es bist, könnten wir das am 29. Mai mal eben den Hauptständer dran schrauben. Ja. Und sowas kann ich nun gar nicht haben. Das ist gar nicht mein Ding, ne? Also, ich denke, sowas muss immer zwischendurch gehen. Sonst, was ist denn, wenn da irgendwie mal was kaputt geht an den Dingern? Da stehe ich da. Und da sagen die, ja, in 6 Wochen mal vielleicht, ne? Nee, also das ist nicht mein Ding. Da bin ich böse. So. Ich werde also Folgendes machen. Ich werde mir den Hauptständer abholen, werde mir 1 Liter Öl mitbringen, für die da, damit ich ein bisschen was zum Nachfüllen habe. Und dann werde ich hier, ich habe hier drei freie Werkstätten, auch mit Motorradmeistern und sowas alles besetzt. Und die werden mir das Öl wechseln und werden mir auch den Hauptständer dran schrauben. Und dann ist das gut. Dann haben die eben bei Honda Pech gehabt. Aber ich denke mal, das ist die einzige Lösung. So muss das sein. Ich kann auch BMW fahren oder sonst irgendwas oder KTM. Geht auch. Bin ja nicht auf Honda festgenagelt. Das geht bei mir relativ schnell. Aber momentan sehe ich noch keinen Grund, da ganz die Brücken abzubrechen, aber ich finde, Sie müssen merken, was los ist. Jo, da wollen wir mal gucken, wie schnell sich das jetzt hochlädt. Wir haben jetzt nämlich schnelleres Internet. Angeblich. Ja, mal sehen. Und am Wochenende kommt auch nochmal ein Fahrvideo. Muss ja die Sony noch testen in Fahrt. Dann sehen wir mal weiter. Und bis dahin, schöne Grüße.